Hallo, Hammel Bandel haben's wieder getan und es geht mal wieder um Bandai Namco und zwar zum zweiten Mal, Quatsch, zum vierten Mal bei Hammel Bandel. Ich glaube, eins davon habe ich mit Sicherheit irgendwann reviewt, ist aber schon länger her und da ist diesmal einiges Schönes dabei und das zeige ich euch wie immer nach dem Intro. So. Also, Bandai Namco sind bekannt für diverse große Serien, aber da sind jetzt gar nicht mal so viele dabei, beziehungsweise eine komplett. Wir fangen mal vorne an. Also erstens, es gibt zu diesem Bundle wieder einen Livestream. Und zwar am Freitag, dem. Na, Freitag, den, also übermorgen, ne, überübermorgen, am 22. um 15 Uhr. Am 22.05. um 15 Uhr gibt es den Stream, wo ich drei, bei dem ich drei der Spiele anzocke und das sage ich euch im Einzelnen nochmal. Wir fangen erstmal an mit etwas. Weiß ich nicht. Ist also wie immer drei, ne, diesmal vier Kategorien. Und ich habe mir die ersten beiden Kategorien gekauft. Deswegen gibt es auch wieder was zu gewinnen. Und zwar, jo, die drei Spiele aus dem Bereich für einen Euro, weil die hatte ich schon. Eins davon würde ich auch gar nicht wollen, und zwar das hier. Das ist zwar sehr positiv, aber. Oh, das Licht ist ja furchtbar. Es ist halt. Es ist halt. Pac-Man. Es ist Pac-Man 256, warum auch immer. Das endlose Labyrinth und der Glitch kommt immer näher. Ich weiß nicht. Also Pac-Man. Es ist vielleicht jetzt aufgemotzt und mit Glitch und Story und sonst was. Aber es ist. Pac-Man. Ich brauche Pac-Man nicht. Also, es ist mit sehr positiv bewertet. Es kostet auch 5 Euro, das ist absolut bezahlbar. Und es hat also PvP, Koop-Spiel und so weiter. Also, es ist schon ziemlich aufgemotzt. Gibt es auch auf Deutsch nicht, sondern nur auf Englisch und Japanisch. Aber ich brauche keinen Pac-Man. Entschuldigung. Nichts gegen die alten Arcade-Klassiker, wenn sie die Arcade-Klassiker sind, aber daraus was Neues zu machen. Nein. Also ich meine, dass sie aus Donkey Kong irgendwann den Mario gemacht haben, da sind gute Sachen passiert, aber Pac-Man einfach trotzdem Labyrinth und Geister. Nee, ich brauch's nicht. Gibt's zu gewinnen, spiele ich nicht an. Anspiele ich aber das nächste. Ja. Eins der schönsten Spiele von 2013. Es ist unheimlich gut bewertet. Es ist sehr positiv bewertet. Kostet immer noch 20 Euro, obwohl es von 2013 ist. Es ist ein AAA-Titel, den es auch mit deutschem Ton gibt. Und es ist ein, ja, wie soll man sagen, ein postapokalyptisches Action-Abenteuer und zwar episch. Ist mit RPG, Science-Fiction, alles dabei. Parkour, 3D-Plattformer auf gut Deutsch. Ich werde es nicht können. Das ging schnell. War das alles? Echt? Nochmal? Ist der so kurz? Warte mal. Ich hatte nämlich eben Probleme mit dem Download. Jo, der hat nur 38 Sekunden, alles klar. Gut, also es ist Enslaved. Odyssey to the West. Sag mal, was ist mit einem Englischschuss? Ich bin wieder mal fertig wie Quetsch, weil ich habe heute Prey fertig gespielt. Ich kann das Let's Play jetzt komplett veröffentlichen. Ich weiß nämlich, dass ich trotz zwei Rage Quits damit durch bin. Und ich bin ein bisschen geplättet deswegen und dann kam plötzlich um 8 Uhr dieses Bundle. Naja, auf jeden Fall, also Enslaved werden wir anzocken am Freitag. Bin ich mal gespannt. Das nächste war auch auf der Liste von denen, die ich anspielen wollte. Das hatte ich ja auch schon. Und wie gesagt, genauso wie Enslaved gibt es das zu gewinnen. Peggy 16. Auch PEGI 16. Es ist Get Even.
weiß nicht. Es ist irgendwas mit Gedächtnisverlust, Detektiv und gib ihm Mystery, Psycho, Horror, Gedöns. Hat nur größtenteils positive Bewertungen im Schnitt. Ist auch auf Deutsch zu haben. Ist, also nur Untertitel und Oberfläche. Der Ton ist Englisch. Und es sieht vielversprechend aus. Es sieht so aus, als würde es mir ein bisschen zu nahe gehen. Aber ja, ich denke mal, es ist auf jeden Fall dafür, dass man denkt, als eins von drei Spielen für 1 Euro kann man nichts verkehrt machen. Das ist super. Get Even. Es ist mir schon so oft wegen dem Schriftzug. Es verwechselt das immer mit diesem Weltraumshooter, den ich auch irgendwie habe, wo der zweite Teil rauskommt. Aber egal. Nee, also, das sind die drei Spiele, die verlost werden. Gesamtwert 55 Euro, weil Get Even kostet immer noch 30. Ist für 1 Euro. Braucht man nicht drüber nachdenken, ne? So, jetzt kommen wir zu der Abteilung. Die hat eben noch 8 Euro gekostet, als ich zugeschlagen habe. Jetzt sind es schon 8,15 Euro, oder? Das ist ja immer so, dieses bezahlt mehr als der Durchschnitt. Da sind es schon 8,63 Euro. Das heißt also, je früher ihr dran seid, umso günstiger wird es wahrscheinlich, ja. Und das sind wieder 3 Spiele. Und davon spielen wir gleich 2 Stück an. Weil ich, warum, erkläre ich gleich. Nummer 4. Punkt Hack. Doppelslash G. Point U. Point Last Recode. Das ist, soweit ich weiß, die Hack-Serie komplett. Das heißt also, umfasst alle 3 ursprünglichen Titel sowie einen neuen 4. Teil. Das heißt also 4 Spiele in einem. Und wir spielen irgendeins davon an. Ich habe noch keine Ahnung, was es genau ist. Es ist ein JRPG, Anime, Einzelspieler und Epic. Es ist mit deutschem Untertitel. Ton gibt es Englisch oder Japanisch. Da ich ja Untertitel habe, glaube ich sogar, dass ich das Japanische anmache. Das höre ich ganz gerne, aber das sehen wir. Ja, downgeloadet ist es schon, das war riesig. Das heißt also wirklich, ist eine riesige Serie und die ist da komplett mit enthalten. 50 Euro kostet das Ding normalerweise. Da ist man mit 8,50 Euro oder 9 Euro eigentlich relativ gut bedient. Es sieht wie immer toll aus, wie bei JRPGs immer. Was mich wundert ist, dass es nicht wie immer ist. Das heißt einfach, dass da irgendwelche Spielfiguren durch die Gegend springen, also bei dem Intro, bei dem Trailer, und irgendeine Frau und so weiter und dann geht's los und da sprühen Funken und so weiter, sondern es ist mal ein Trailer, der ein bisschen was aussagt, glaube ich mal. Das nächste Spiel, was wir wahrscheinlich spielen, ist ein Gelegenheitsspiel. Nennt sich Katamari Damacy Reroll. Ich weiß nicht, es ist ein Gelegenheitsspiel und es hat irgendwas mit Rollen zu tun. Guter Soundtrack, Gelegenheitsspiel, Action. Irgendwas mit Rollen. Gibt es in allen Sprachen ohne Sprachausgabe. Das heißt also, irgendwie muss man Sachen rollen. Darum geht's. Also, ja. Das Spiel ist original, weiß Gott von wann, aber es ist ein Remake von 2018. Und du musst rollen. Es scheint irgendwie ein Action-Geschicklichkeits- Puzzle, irgendwas, auch für Kinder geeignet. Ich habe es jetzt schon runtergeladen. Ich sehe es gerade. Oh doch, das sieht lustig aus. Ich glaube, das will ich. Ne, komm, wir spielen das. Ja. Weil ich habe in dem nächsten Paket noch ein Spiel zur Auswahl, das ich vielleicht, was ich schon hatte auch.
Weil ich vielleicht auch noch gespielt hätte, aber ich glaube, wir spielen das da. Das sieht lustig aus. Es ist kindgerecht, also werde ich es auch können, oder? Jo. Katamari Damagi Rirol. Hoi. So. Und das dritte in dieser Abteilung, als ob. Achso, Moment, dieses Ding kostet auch normalerweise immer noch 20 Euro. Auch 20 Euro kostet dieses hier. Sehr positiv im Schnitt, in letzter Zeit eher größtenteils positiv. Und da steht wieder Roguelike, Action, Roguelike, Einzelspieler, Action, Action, Action. Also nicht, also nach Prey sowieso. Und schwer. Es nennt sich Rad. Musik ist geil. Guck mal rein. Ich kenn's noch gar nicht. Wow. Bin mir doch relativ. Oh, und von Double Fine. Die haben da auch schon viel gemacht. Na komm, zeig mir ein bisschen was. Das klingt so ein bisschen nach Flashdance, oder? Ups, ja. Ich hätte es nicht sagen sollen. Kriegen wir ein bisschen Gameplay? Ja. Was ist das? Boah, sieht schön aus. Yes, I can see. Wow, 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 wow. Und. Es ist schon sehr japanisch und es ist schon sehr 80er. Das sieht geil aus. Red. Nie davon gehört. Ganz plötzlich. Und irgendwie hatte ich halt Probleme mit den Downloads. Das heißt, die Videos sind alle irgendwie plötzlich abgekürzt. Keine Ahnung warum. Das da habe ich jetzt 10-mal hintereinander versucht runterzuladen. Es ging einfach nicht. Tja, so ist das Internet. Also, das sind nochmal die drei Spiele. Die hatte ich alle drei nicht. Jetzt habe ich sie alle drei. Und zwei davon spielen wir an. So, wir haben jetzt noch eine Abteilung für 14 Euro. Und davon hatte ich eins. Und das hier, das hatte ich nicht. Und vielleicht versteht ihr, warum ich deswegen nicht unbedingt die 7,50 Euro mehr ausgeben wollte, weil ich habe so viele Prügelspiele. Tekken 7. It began in death. Story. Also ich habe schon die gesamte Mortal Kombat Serie und spiele es natürlich nicht. Injustice, alle beide. Spiel's eigentlich auch nicht. Ich kann sowas auch nicht so furchtbar gut. Und ja, so ein bisschen Storytelling und dann zwischendrin immer wieder diese zwei Personenkämpfe. Bam, bam. Ja gut, das planen plötzlich drei Leute. Tekken ist bestimmt gut. Aber dass sie da so eine Story um, naja, um zwei Leute prügeln sich. Obwohl, Street Fighter, na, das Fünfer habe ich natürlich auch, klar. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht überlege ich es mir nochmal. Es sieht ja wirklich nicht schlecht aus. Aber es ist ja, ist Arcade-Kampf, Action-Mehrspieler, Arcade-Wettkampf. Ja, gibt es natürlich auch mit deutscher Übersetzung und schon wieder bricht das Video einfach ab. Das hat heute nicht geklappt mit dem Trailer-Download. So, also. Und das hatte ich noch nicht und das wäre dann der Grund gewesen, nochmal 7,50 Euro mehr auszugeben. 6,50 Euro. Und das hier, dafür hätte es sich gelohnt. Kostet auch noch immer 50 Euro. Tekken sage ich auch gerade nochmal 40. Also, das ist. Und da hätte ich fast dran gedacht, dass wir das vielleicht spielen, aber ich glaube, das ist zu groß, als dass man es mit so einem Anspieler sinnvoll zeigen kann. Und zwar ist das Tales of Berseria. Mal gerade Stimmen gibt es Englisch. Oh, nicht mal auf Japanisch, was? Doch, hier, Japanisch. Ach, Japanisch gibt's nur Ton. Gut. Es ist also noch ein JRPG. RPG? Ein japanisches Rollenspiel. Und, tja, die Tales-Serie, die ist berühmt dafür, dass sie wirklich gut ist. Ich habe ein paar davon. Oder? Warte mal. Tales of
Ne, doch nicht. Ich hab nur das. Ich dachte, ich hätte Zestiria oder Vesperia auch. Aber, tja. Lass mal gucken nochmal. Nein, das wollte ich nicht. Ne, komm, wir lassen das. Also, Tales of Berseria. Weibliche Hauptfigur ist immer sehr wichtig, ne? Man ist wahrscheinlich ein Third Person und dann will man ja noch jemand Hübschen auf den Hintern gucken. Als Mann. Ich weiß nicht. Und als Frau bestimmt auch. Egal, auf jeden Fall ist das wohl ein absoluter Klassiker. Was heißt Klassiker? Der ist ja relativ neu, der ist ja gerade mal 3 Jahre alt. Auf jeden Fall ist es eine Serie. Ich glaube, die macht sogar Final Fantasy so ein ganz kleines bisschen Konkurrenz. Sehr, sehr schön gemacht. Ich müsste mal mit den JRPGs anfangen, weil ich habe da die ganze Neptunia-Serie-Reihe, die ich gerne spielen würde, auch vieles andere. Ihr könnt mich tatsächlich noch ein bisschen umstimmen. Also daneben, dass ihr dass ihr gewinnen könnt, diese 3 ersten Spiele, Pac-Man, Enslaved und Get Even, könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben, ob ich nicht vielleicht doch lieber Tales of Berseria anspielen soll und nicht dieses Rollspiel. Aber bis jetzt steht es mal bei dem Rollspiel. So, gut. Egal, wir sind jetzt schon relativ weit, aber noch nicht ganz fertig. Dieser Trailer hat sich auch komplett runtergeladen. Tales of Berseria, die ganze Tales-Reihe, wie gesagt, soll wirklich gut sein. Und dann haben wir ausnahmsweise noch eine weitere Kategorie. Auch ein Spiel, was ich nicht habe. Und trotzdem nicht wollte, weil ich habe es als Let's Play gesehen. Es ist ein auf Koop ausgerichtetes, relativ neues Spiel. PvP? Ich dachte, das wäre eher Koop. Naja, auf jeden Fall. Das nennt sich The Dark Pictures Anthology Man of Medan. 30 Euro kostet es noch. Der Abschnitt kostet 23 Euro, also nochmal 9 Euro mehr. Und ich habe es im Let's Play gesehen, Gronkh mit Pandoria. Und muss sagen, ich fand es ein bisschen käsig. Ich fand es zu voraussehbar irgendwann. Ich spoilere jetzt nicht, aber es war relativ klar, wie der Hase läuft und wo. Ja, im Prinzip wird es jetzt schon erklärt. Schon in dem Trailer sieht man, was es eigentlich geht. Also, nee. Ich wollte das Geld dafür nicht ausgeben. Ich brauche das Spiel nicht. Also, ich gucke mir auch da keine Let's Plays mehr zu an. Das eine hat gereicht. Und auch der Rest der Serie, der jetzt kommt, noch kommen soll. Nee, es ist auch nur mit großen Teils positiv bewertet. Deswegen, für mich war das jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt haben muss. Ne? Wenn das mal bei einem Choice dabei ist und ich habe noch eine Wahl übrig, nehme ich es mir halt, aber extra Geld für ausgeben für ein Spiel, was ich nicht haben will, genauso wie Tekken. Nö, diesmal nicht. Ne? Dafür ist der Trailer schön lang. Also, wir fassen zusammen. Am kommenden Freitag, der 22. Ja, um 15 Uhr kommt der Stream, in dem wir 3 Spiele anzocken. Auf Twitch, ich verlinke den natürlich unten. Ihr habt in den Kommentaren einmal die Chance, die 3 Spiele aus dem 1-Euro-Bereich zu gewinnen. Könnt ihr bei euch aber eigentlich auch kaufen. Gut, dann, ja. Ach so, zusammenfassend, das gesamte Bundle für 23 Euro hat Spiele beim derzeitigen Kaufwert bei Twitch von 265 Euro. Das ist schon fett und das sind wirklich schöne Sachen dabei. Also insgesamt ein gelungenes Bundle. Zumindest mal die ersten beiden Abteilungen. Eigentlich die ersten 3 bei Man of Medan. Vielleicht Geschmackssache, vielleicht mag es jemand wirklich gerne. Also das Fazit auch bei Gronkh war, ja, geht so. Ja. Macht Spaß.
aber ist flach. Jo. Okay, das war's jetzt von mir. So, es ist jetzt kurz vor 12. Das heißt, ich werde das hier jetzt um, weiß ich nicht, irgendwann morgen um 13 Uhr raushauen. Genau, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Entschuldigung, dass ich heute wieder so ein bisschen fahrig war, aber 4 Stunden Prey und das dann doch endlich abzuschließen. Das hat einen Reserven gezerrt. Okay, alles klar. Würde mich freuen, wenn ihr am Freitag dabei seid. Und dann würde ich sagen, macht's mal gut. Ciao.